Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Aufnahme. Ich habe heute mir ein Spiel ausgesucht, wo ihr mal gucken könntet, sollte euer Boss euch mal blöd behandeln, könnt ihr hier Sachen finden, wie ihr damit umgehen könnt. Und ich würde mal auch mal sagen, dass wir gleich mal anfangen. So, so, so. Ja, das interessiert uns aber jetzt überhaupt nicht. Das interessiert uns ein Scheißdreck. Okay, lalalala. Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt und ich bin... Was da, kann man damit Sachen? Warte, ich krieg... Ja, ja. Ich spitze ihre Stifte nicht mehr an. Hast du es verstanden? Okay, er hat es verstanden. Jetzt höre ich erstmal ein bisschen AC/DC. Und jetzt kommt der schwarze Mann. Die Hände. Hände benutzen. Okay. Ich mag sie nicht so. Blutet ihre Nase jetzt? Blutet sie? Nein, das ist nur Ketchup, also flemm nicht so rum. Ja, das ist sehr aggressiv. Natürlich sollt ihr nur manche Sachen dafür anwenden, sollte euer Boss, also jetzt keine blöde Ausrede finden, wenn ihr ihn ehrlich verprügelt, ohne dass er was gemacht hat. Was nehmen wir jetzt? Oh, Stuhl. Hocker oder, ja, Schreibtischstuhl ist das. Also bei Wake Your Ex, da war es ja so, da konnte man sich da unten in so einer Leiste aussuchen, was man nimmt. Und yeah. So, jetzt kommt erstmal wieder der schwarze Mann, um aufzuräumen. Unsere Putzkolonne kommt jetzt mal wieder vorbei. Ach, du, komm mal rein. Sie behandeln mich wie Dreck. Und daher, dass sie jetzt mal der Dreck sind, muss ich sie sauber machen. Und zwar mit Wasser. Das sieht mir komisch aus. Ich glaube, er trinkt. Oh, wo kommt das her? Oh. Der Arme. Komm, Putzklone, wir haben hier ein bisschen Dreck aufzuräumen. Oh. So cool könnte man ihn noch benutzen, ne? Okay. Jetzt geht erstmal wieder die Party für eine. Ja. Zeit ab. Und da kommen auch schon die ersten Passanten. Nein, er hat den schönen Monitor kaputt gemacht. Dann schon wieder eine. Kommt schon ein Stuhl angeflogen. Blut gespritzt. Und da ist er auch schon tot. Ich glaube, das kann man auch gleich noch benutzen. Dann benutzen wir gleich mal die Aktentasche, wenn unsere Putzkolonne mal wieder vorbeigekommen ist, um das hier alles wegzuräumen. Sie brauchen überhaupt nichts zu sagen. Ich mag sie nicht und sie schlafen heimlich mit meiner Frau. Er bewegt sich noch. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Sie sind Dreck. Ja, was sollen Sie mir sagen, Chef? Ehrlich? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Was Sie sagen, es stimmt? Hier, fressen Sie den Tacker. Bisschen Pac-Man spielen. Pac-Man. Das hat mir jetzt überhaupt noch nicht. Das da. Ist das eine Schere? Dann kann ich mir auch schon wieder vorstellen, was da passiert. Oh. Oh.
Oh, jetzt ist er schön rot. Fällt gar nicht auf. Fällt gar nicht auf, dass er das war. Ja. Alter. Okay, das Spiel ist sehr aggressiv, würde ich mal sagen. Und er spielt mal wieder eine Runde Pac-Man. Vielleicht spielt er auch Wreck Your Ex. Vielleicht spielt er das ja auch. Man weiß es nicht. Das nehmen wir jetzt. Ich glaube, dieser Part wird ein bisschen hier. Gibt es ganz viele Sachen, die man da ausprobieren kann. Oh. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen in Gedanken. Nehmen wir den. Hatten wir die überhaupt? Hatten wir die schon? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja jetzt auch egal. Okay. Komm zu meinem Mädchen. Das hat man noch nicht. Es geht auch andersrum. Friss. Die Putzkolonne müsste gleich eintreffen. In dieser Zeit kann man dann ein bisschen AC/DC spielen. Hören. Hatten wir schon? Die hat man noch nicht. Hat mir den schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den hat man noch nicht. Da machen wir jetzt den Regenschirm und dann hören wir für diesen Part auch auf. Sollte ich was übersehen haben, dann schreibt in die Kommentare, dann gucke ich mir das nochmal an. Und hier, jetzt kannst du noch mal kurz den Regenschirm fressen. Wo er was im Gehirn hatte, wo ihn das Lineal im Gehirn gesteckt hat, hat er sich noch bewegt. Wo ihn was durchs Herz geschossen ist, kann er überhaupt nichts mehr, ne? Ist voll klar. Und erstmal kommt die Putzklonne. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Er bedankt sich auch. Danke fürs Zuschauen. Er bedankt sich nicht. Ich hasse euch. Und danke fürs Zuschauen nochmal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und dann können wir noch Wreck Your PC spielen. Danke fürs Zuschauen nochmal. Und danke fürs Zuschauen.